Die Alpen. Schroffe Felswände konnten die Kelten nicht davon abhalten, nach verborgenen Bodenschätzen zu suchen. Kilometerlange Gänge trieben sie auf ihrer Jagd in das harte Gestein. Österreichische Montanarchäologen bringen Licht ins Dunkel der keltischen Bergbaugeschichte. Sie finden ihre Stollen und abgebrannte Kienspäne, die sich an manchen Stellen meterhoch auftürmen. Und ein Seil, über 3000 Jahre alt und zig Meter lang. An ihm wurde wohl die Ausbeute der Bergleute nach oben gezogen. Das Werkzeug der keltischen Kumpel erhalten bis heute. Die Konstruktion der keltischen Minen versetzt die Archäologen immer wieder in Erstaunen. Im Bergbau gibt es unzählige Probleme. Beleuchtung, Belüftung, Entwässerung, Einsturzgefahr. Wie haben die Kelten das gelöst? Wahrscheinlich von der Oberseite Rutsche, die in die Richtung nach unten ist. Wenn man das von unten anschaut, die in die Richtung weiterführt. Die Naturgewalten zu beherrschen ist eine Herausforderung, die besonders im Hochgebirge gewaltige Ausmaße annehmen kann. Thomas Stöllner vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum sieht in den Bergen bei Hallstatt ein ideales Forschungsgebiet. Wir haben hier eine Bergbauentwicklung, die ja 2000 Jahre umfasst. Sie haben eine Nachhaltigkeit hier in einer Technologieentwicklung, wie Sie sie sonst nicht fassen können. Nachhaltig ist ein moderner Begriff, aber es meint natürlich das Entaufbauen von der menschlichen Ressource, der Kenntnisse, die über viele Generationen an die Nachfolger weitergegeben wird. Und das ist eine Grundlage für eine ganz hochstehende bergmännische Technologie. Unsere Vorfahren waren alles andere als Barbaren, wie die Römer behaupteten. Ausgrabung an einem weltberühmten Gräberfeld. Es gab der Epoche um 700 vor Christus den Namen Hallstattzeit. Funde zeugen von immensem Reichtum. In den Gräbern stößt man auf prächtigen Goldschmuck. Der Reichtum kam aus dem Berg. Thomas Stöllner und sein Kollege Johann Reschreiter sind wieder unterwegs im Reich der Dunkelheit. Keine ungefährliche Expedition. Hunderte Meter unter Tage haben sie eine aufregende Stelle entdeckt. Kreuz und quer liegende Hölzer. Hier hat sich eine Katastrophe abgespielt. Ein Bergsturz. Ja, es ist ja eigentlich übersät mit Pickelspuren, wie man sie aus dem Fern erkennen. Die Spezialisten erkennen sofort, das sind die Pickelspuren der verschütteten keltischen Bergleute. Große Herzen an der Wand. Sie waren das Ziel aller Anstrengungen. Salzblöcke, nicht Gold, wurden von den Hallstättern in der Herzform abgeschlagen. Das war ihr Markenzeichen. Die Archäologen vermuten, dass die Kelten das weiße Gold gegen das gelbe tauschten. So kam der Goldschmuck in die Gräber rund um den Hallstätter See. Doch es bleiben Fragen. Woher stammte das Gold? Nur aus Tausch und Handel? Oder existieren irgendwo in den Bergen uns unbekannte Goldminen? Das bergmännische Know-how, es zu fördern, hatten die Kelten. Das ist heute eindeutig erwiesen. Thomas Stöllner steigt auf den Ramsaukopf nahe des Dürnbergs. Dort wurde Steinsalz gewonnen und hier oben soll der Fürst der Bergleute gewohnt haben. So zumindest geht die Legende. Legenden, Mythen, Sagen ziehen Comicleser wie Esoterikgläubige an. Wo die Schrift fehlt, wie bei den Kelten, blüht die Fantasie.
Die Archäologen müssen deshalb versuchen, die Steine zum Sprechen zu bringen. Ausgrabung am Ramsau-Kopf. Ein Steinfundament ist bisher alles, was die Forscher gefunden haben. Für einen Fürstensitz etwas spärlich. Der reiche Herrscher über die Salzbergwerke sollte deutlichere Spuren, am besten goldglänzende, hinterlassen haben. Lügt die Legende? Der Rest einer Fibel, ziemlich korrodiert, auf den ersten Blick wertlos. Doch vielleicht ist das unscheinbare Objekt im Keltengoldrätsel irgendwann einmal ein wichtiges Steinchen. Im Keltenmuseum Hallein setzt Thomas Stöllner seine Suche fort. In der Restaurierungswerkstatt wird gerade ein spektakulärer Fund frei präpariert. Ein Klumpen aus Gold. Er entpuppt sich bei genauem Hinsehen als eine Anhäufung von feinst verzierten Goldscheiben. Man sieht also, wenn da Belege innen stärker sind, könnte es sein, dass das auf irgendwas aufgenäht war. Ja, möglicherweise sind diese kleinen Löcher, die Löcher für den Nähfaden. Faszinierend und im Prinzip. Der Kelte, der diese Pracht mit ins Grab nahm, muss wahrlich goldsüchtig gewesen sein. Erleichterte sie seine Reise ins Jenseits? Gold war für das sagenumwobene Volk im Herzen Europas mehr als bloßer Schmuck oder die zur Schaustellung von Reichtum. Es war ein magisches Metall. Faszinierende Schönheit. Doch nur langsam beginnen die Funde zu erzählen, lichten sich die Schleier um die Kultur, die Herkunft und das Antlitz der Kelten. Im Dürrenberg fanden Bergleute 1573 den Mann im Salz, ein vollkommen konservierter keltischer Kollege, 2000 Jahre alt. Die guten Christenmenschen haben ihn zum Unglück ganzer Archäologengenerationen begraben und damit für die Wissenschaft zerstört. Das Gold der Kelten, eine Spur, führt nach Osten. In den Flüssen des Böhmerwalds und der Karpaten wird heute noch das kostbare Metall gefunden. Zogen die Kelten den Flüssen entlang ostwärts immer dem Gold hinterher? Die Forscher sind heute ziemlich sicher, dass sich ihre Kultur bis zum Schwarzen Meer ausbreitete und vermuten, dass eine ihrer Goldquellen hier liegen muss. Nur wo? Exploration ist eine Kunst, die ein profundes Wissen und Erfahrung voraussetzt. Nur manche Flüsse führen Gold, und das auch nur an ganz bestimmten Stellen. Die gilt es zu finden. Experimentelle Archäologen haben eine keltische Goldwaschanlage nachgebaut und ausprobiert. Das Ergebnis ist ernüchternd. Zwei Männer brauchen einen ganzen Tag, um weniger als ein Gramm zu gewinnen. Konnten so die enormen Mengen erzeugt werden, die die goldsüchtigen Kelten verbraucht haben sollen? Das Experiment stellt mehr Fragen, als es beantwortet. Wie viele hundert keltische Hände müssen für die Grabbeigabe eines einzigen Herrschers geschuftet haben? Und reichten die Vorkommen in den Flüssen des Ostens tatsächlich dafür aus? Hält der Totenkult der Kelten Antworten bereit? Einen goldenen Halsreif. 175 Gramm schwer und überaus kunstvoll verziert, trug der Fürst von Glauberg, als er zu Grabe getragen wurde. Eine Prozessionsstraße führte zum weithin sichtbaren monumentalen Grabhügel mit einer lebensgroßen Steinfigur des Fürsten. Sie zeigt detailgenau seinen Goldschmuck. Welche Botschaften aus der Vergangenheit sind darin verborgen?
Röntgenbilder des sagenhaften Grabschatzes. Unter der Oberfläche des glänzenden Metalls finden die Forscher Beweise für die handwerklich perfekte Machart des Kunstwerks. Die Sandsteinstatue des Glaubergers, die einst den Grabhügel beherrschte, wird mit Hightech untersucht. Ein Laserstrahl tastet die Oberfläche ab und vermisst sie millimeterweise. Erstaunlich dabei die Detailgenauigkeit des in Stein gehauenen Goldreifs. Die geschmückte Leiche des Fürsten muss dem Bildhauer Modell gelegen haben. Modernste Technologie öffnet uns ein Fenster in die Vergangenheit. Versetzt uns in die Zeit, als die reichen Keltenfürsten zu Grabe getragen wurden. Die Kelten glaubten an die Unsterblichkeit. In der Totenzeremonie sollte die Seelenwanderung in die Anderswelt vorbereitet werden. Welche Rolle spielte Gold bei dieser Reise auf die Insel der Seligen? Anscheinend eine ganz entscheidende. Ein reich geschmückter Wagen, auf einer Liege aufgebahrt, der tote Herrscher. So sah die Grabkammer des Fürsten von Hochdorf aus. Alles, was hier golden glänzt, ist auch Gold. Nur ägyptische Pharaonen wurden prachtvoller bestattet. Die Ausstattung für die Ewigkeit. Ob die goldenen Schuhe zum täglichen Gebrauch im Jenseits bestimmt waren? Wir verlassen Süddeutschland und die Fürsten vom Glauberg und von Hochdorf und richten unseren Blick zur südlichen Grenze des Keltenreichs, an die Schweizer Alpennordseite. Dort liegt Erstfeld, das Tor zum Gotthardpass.